Kannst auch verschenken, ne? An wen denn? Wer will die denn? Wer will diese Dinger? Wer? Hey meine Lieben, willkommen bei Style Glory auf meinem Kanal. Wir sehen uns jetzt wieder. Und zwar mit einer Candy Challenge aus Thailand. Die Süßigkeiten. Die liebe Ivy vom Kanal Yvonne Di Lauro war in Thailand und hat uns Süßigkeiten mitgebracht. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein paar Süßigkeiten in der Tüte, wo wir selber nicht wissen, was es ist. Sie hat es bestimmt auch schon vergessen, ne? Das ist schon ein paar Wochen her. Ich hoffe, das ist nicht verschimmelt oder so. Ich glaube nicht. Wir fischen uns jetzt eine Süßigkeit nach der anderen aus dieser Tüte, probieren die und ihr seid live dabei, okay? Bleibt dran und wir haben natürlich auch eine Videofrage für euch. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, was die geilste oder schlimmste Süßigkeit aus dem Ausland war, die ihr schon mal probiert habt. Oder gibt es etwas, was ihr auf jeden Fall empfehlen könnt? Würde uns auch mal interessieren. Mhm. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt. Wir haben hinter der Kamera auch die Leila. Die ist nicht zu sehen, aber sie kann das Ganze kommentieren und auch mitprobieren. Also los geht's. Ja? Los geht's. Ich bin mal gespannt. Sieh bitte nicht so was Ekelhaftes, ja? Was ist das denn? Das sieht schon voll ekelhaft aus. Das sieht aus wie... Das ist kalt. Nee, echt? Ich dachte, das wäre jetzt nass gefahren gemacht worden. Nee, aber so richtig kalt. So, echt? Hör es mal an, das ist, scheint was Feuchtes zu sein. Ah, das fühlt sich an wie so Moos. Ja, da steht Akiko Salted Mango. Also wahrscheinlich gesalzene Mango. Da muss schon. Akiko. Das Kind auf der Packung sieht auch schon ganz traurig aus. Ich kann mir vorstellen, warum. Das hat bestimmt so eine Konsistenz wie so Regenwürmer. Och nö. Und? Riecht's nach Fisch? Oh. Oh. Riecht's gut? Oh. Kennst du die Brause? Brause oder Scheuermilch, womit man Toiletten zum Beispiel reinigen kann? Das ist total ekelhaft. Ja, das riecht wie der WC-Reiniger. Aber der ganz krasse mit Chemie und allem. Boah! Okay, aber wir probieren jetzt, ja? Okay. Du musst ja nicht alles essen. Du musst ja, ich will nur. Ich hab das Gefühl, ich bin im Dschungel. So essen sie ja. Ich will auch so ein fettes Ding, warte. Boah, das ist voll ekelhaft. Ja. Willst du auch mal? Du musst ja nicht alles essen. Du kannst ja nur probieren. Soll aber eine Mango sein, so ne? Kalt. Soll eine verfärbte, vielleicht ist es auch verschimmelt. Das stinkt total. Hast du mal darüber nachgedacht, dass es verschimmelt sein könnte? Das ist, sieht so aus wie ein getrocknetes, diese dunklen getrockneten Handtücher für Wasser, aber was so verschimmelt ist und so zugepresst ist. Wie süß. Das ist Mango. Du weißt, was Mango ist, ne? Die gelbe Frucht. Okay, wir probieren jetzt einfach. Eigentlich darfst du nicht atmen. Shelly, ich finde das es total jetzt. Ekelhaft. Es! Das hast du knapp gemacht. Ich habe ja eben bei deinem Video gedacht, es geht nicht schlimmer, aber es geht schlimmer anscheinend. Die spuckt. Ich probiere es mal ein bisschen, ja? Das ist brutal. Wer isst so ein Mist? Wer isst sowas, Mann? Wer isst so eine Scheiße? Wer gibt Geld dafür aus? Okay, ich, aber... Hier, du kannst immer meine Tüte tun. Oh, mein ganzer... Ich habe Gänsehaut. Ich muss euch meine Gänsehaut zeigen. Alter! Deine Gänsehaut ist gleich weg. Ich habe wirklich... Ich weiß nicht, ob man sieht. Ich habe richtig krasse, krasse Gänsehaut. Nicht normal. Okay, Moment. Du kannst ja gerne schon rausziehen. Ich mache hier mal mein Knöpfchen wieder. Soll ich mit dich rausziehen? Ja. Okay, dann ziehen wir mal ein bisschen raus. Das geht nichts Fischiges. Tada! Eis. Aber ist da? Ja. Marshmallow-Eis. Kannst du auch probieren? Mit Schoki. Mit Schoko. Und Krispies oben. Nee, das sieht aber viel schöner aus. Das ist nicht so kaputt gegangen. Guck mal, wie gut das noch aussieht. Das ist irgend so ein Eis mit Marshmallow. Sollen wir da mal einfach alle mal dran abbeißen? Ja, ne? Ja. Warte, da kommt Schokolade raus. schmeckt geil. Also, du kannst auch gerne alleine essen, wenn du es so geil findest. Manchmal mal. Und uns nichts angeben. Mach mal ein bisschen mehr für mich ab, ja? Mhm. Endlich mal was Süßes nach dieser ganzen Meere.
Lecker, ne? Das fand ich aber echt lecker. Mhm. Das ist wirklich richtig lecker. Das schmeckt echt gut. Mhm. Viel besser als das andere. Mhm. Aber das schmeckt richtig nach Schoko. Mhm. Her damit! Jetzt gibt es Eis. Jetzt streiten die sich. Oh, nee, danke. Boah, lecker. Ist auch mein Geburtstagsgeschenk. Ist auch mein Geburtstagsgeschenk, ne? Hauptsache, es schmeckt und sie passt auf jeden Fall noch in ihr Kleid rein später. Stimmt, die wissen das ja gar nicht. Ich muss in einer Woche in mein Trauzeugenden-Hochzeitskleid, Trauzeugenden-Kleid passen. Muss eigentlich diäten, aber mach hier eine Candy-Challenge. Voll geil. Oh, das ist ja cool. Ey, wieso kriegst du mal so die geilen Sachen? Ich hab die ganze Zeit die ekelhaften Sachen in meinem Video. Ich hab Glück. Was auch immer das hier ist. Tamarind. Kommen die mir schon wieder mit. Shake it, chew it. Okay. Boah, aber Tamarind war eben voll ekelhaft. Shake it, mach ich. Und dann will man noch chewen, also kauen. Ist das Kaugummi? Nein! Boah, ich das ist nicht mal das geht nicht auf! Reiß mal ein. Jetzt. Wehe, das stinkt oder so, ne? Das sieht nur gut aus, glaub mir. Komm mal. Sind die behindert? Was denn? Was ist das denn? Hä? Erstmal ist das mittendrin. Nein, nein, das ist Gift, das darf man nicht essen. Das ist so, ja, ich weiß. Ich weiß. Eigentlich kenne ich das Teil hier mit den Kügelchen von den Klamotten, aber warum ist das da drin? Keine Ahnung, vielleicht wird ein Thailand so, dass das dann so lange hält. Aber ich glaube, das sind Kaugummis. Niemals. Doch, wirklich. Nein, Chewit heißt kauen, aber es das heißt nicht Bubblegum. Aber meinst du, in Thailand schreiben die es vielleicht anders? Glauben wir jetzt kein Kaugummi kauen. Jeet, jart, shake it, chew it. Was? Ja, voll. Nein, ist nicht giftig. Voll hart. Ich muss auf jeden Fall nachher googeln, was dieses Tamarind heißt. Ja, das ist Tamarina. Was ist Tamarina? Weiß nicht. Nein, Tamarind. Was ist Tamarina? Das ist ein D. Also, Tamarinde. Ich find's eklig. Aber es schmeckt nicht so intensiv wie die Sachen, die ich eben probiert habe. Was auch immer dieses Tamarind ist, ich weiß es nicht. Eben waren es Nüsse. Ich krieg die ganze Zeit Gänsehaut von diesem ganzen ekligen. Und jetzt ist es so ein Kau-Ding. Also, du hast dich eben gefreut, dass es geil ist, aber das sieht immer nur gut aus. Ich hab keinen Bock mehr. Bleib wie eben. Irgendwelche Wassermelonenkerne. Dann guten Hunger. Eigentlich esse ich die Wassermelonenkerne nicht, aber selbst die riechen nach Fisch. Bitte schön. Wie riechen? Willst du auch eine? Ich finde, die riechen nach gar nichts. Die riechen nach gar nichts. Nee, das sind Melonenkerne. Ja. Aber Melonen haben wir nicht. Ach, diese Wasser, Honigmelonen? Wassermelonen. Wassermelonen haben nicht so groß. Ja? Sind die zum Einfluss? Ich kann die gar nicht reißen. Das fühlt so hart. Ja, und die Schale sollten nicht mitessen. Ach so. Ach nee. Hast du, ich dachte, man isst alles davon. Und das ist das einzig Geile. Weil wir Kanaken das immer essen. Ach so, das essen wir doch. Ja. Oh. Pfeffer, wir sind Kanaken. Das nicht hin. Ich kenne nur diese Sonnenblumenkerne, die kann ich, aber das. Was ist denn da bitte drin? Stell vor, Schneide. Ne? Haust du dir deinen Schneidezahn weg, nur weil du das auch machen willst? Die sind aber lecker. Mhm. Voll. Ja, voll lecker. Ich liebe die. Was auch immer das ist, Eierwassermelonenkerne. Voll lecker. Schmecken wie diese Sonnenblumenkerne. Besser. Gib mir noch einen. Besser. Erstmal, dass ich das zweite Mal nachschlage. Mhm. Nicht geil, ich liebe die. Die gibt es bei uns immer an Weihnachten bei uns Kurden. Aber die sind viel härter als die Sonnenblumen. Ja, aber kochen. Wir kochen die übrigens selber, die Kurden. Die sind zwar auch hart, aber nicht so hart. Die sind so ein bisschen feuchter und härter. Das ist zu hart. Kannst du eine andere nehmen? Nee, danke. Die sind unterschiedlich. Also auf jeden Fall lecker. Unterschiedlich? Richtig geil. Mega Hammer, mega geil, du. Hast geil gesungen, du.
Das sind Algen, aber die sind echt ekelhaft. Das sind jetzt das aber sind richtig Garnelen. Garnelen. Irgendwelches fokussiert jetzt gerade nicht. Big Sheet Garnelenalgen. Ich hasse sowieso diesen Algengeschmack. Es gibt ja auch diesen Algensalat, selbst den finde ich zum Gucken. Ja. Und jetzt essen wir knusprige Algen. Ich glaube nicht richtig. Komm schon! Ich aber! Ich aber! Du hast das schon. Ja. Ich kotze von diesen Algen. Nicht so viel! Ja, du nicht so viel! Ein Punkt. Angeblich soll es sehr scharf sein. Ich würde das so abartig kann, dieses Zeug nicht essen. Und du wisst, das schmeckt genau so und riecht noch tausendmal schlimmer als dieses hauchdünne, blättrige Fischfutter, was man in ein Aquarium werfen kann, ja? Richtig ekelhaft. Ich bin irgendwie fix und fertig. Riecht nach Fisch. Widerlich, ey. Ich verstehe nicht, wie man sowas produzieren kann. Also ganz ehrlich, ich habe hier noch lauter Algen. Aber die müssen wir jetzt nicht alle probieren. In den verschiedensten Sorten. Die müssen wir, glaube ich, nicht alle probieren, um zu wissen, dass sie einfach schrecklich schmecken. Wir geben an dieser Stelle auf, Thailand gewinnt die Challenge in ekelhaftesten Süßigkeiten der Welt. Obwohl du ja noch Glück hast mit deinen Süßigkeiten, würde ich ja mal sagen. Wir gehen jetzt erstmal geil essen, damit wir diesen Geschmack mal verlieren. Geh noch einen nachtrinken, das geht gar nicht, was wir gerade probiert haben. Ich finde es auch total abartig. Überall Fischgeschmack drin. Naja, egal. Auf jeden Fall kommentiert mal in die Kommentare, was ihr empfehlen könnt, was die geilste Süßigkeit oder auch die schlimmste Süßigkeit war, die ihr jemals probiert habt aus dem Ausland oder was ihr empfehlen könnt. Das wird uns auch mal interessieren. Mhm. Gebt dem Video auf jeden Fall ein Däumchen hoch. Abonniert diesen Kanal kostenlos. Ja, nix, Para oder so. Kostet euch nichts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke an Leila, an Ivy und tschüss. Tschüss.